Favorite Records bei What's for Beats mit Johannes Strate. Jetzt geht es darum, deine drei Lieblingsplatten, die dich am meisten inspiriert haben, wo du sagst, ach, die könnte ich immer hören. Gibt natürlich etliche, aber ich muss sagen, also Pearl Jam 10 ist auf jeden Fall für mich das größte Rockalbum der Geschichte irgendwie. Hatten wir noch nicht. Echt nicht? Echt nicht. Das kann eigentlich cool, sein, echt, oder? Ja, Jupiter Jones waren doch schon hier. Ja. Ja, ich weiß nicht, für mich war das damals, als der Grunge losging, war ich so 10, 12 und das war für mich einfach die Revolution. Ja, nicht mehr diese langhaarigen, wahnsinnig geschminkten Metal-Jungs, sondern auf einmal so Kapuzenpullover und versiffte Haare und so fand ich super, lief auch so rum, sicher 5, 6 Jahre. Ja, und hat sich das ein bisschen geändert. Ja, minimal. Ist lange her, aber es war auf jeden Fall damals großartig. Eddie Vedder ist immer noch mein größter Held, ich bin gerade für ihn nach Amsterdam gefahren, der hat da so ein Solo-Konzert gespielt, nur er und Gitarre. Okay. Im Königlichen Theater, Carré heißt das, in Amsterdam. Und? Weltklasse, also wir saßen dann irgendwie 4. Reihe und das ist dann so rote Sitze, hochbestuhlt, total schön und echt, also da saß ich mit meinen 32 und konnte erstmal nicht aufstehen, weil ich echt weiche Knie hatte, das war schon Wahnsinn. Also Eddie Vedder auf jeden Fall, mein größter Held. Und zweite Platte, würde ich sagen, Counting Crows, August and Everything After, ist für mich die größte Pop-Platte. Die Jungs waren einfach tierisch. Mr. Jones, damals das Video habe ich noch auf MTV gesehen, als es MTV noch quasi gab. Wo es noch Musik auf MTV gab. Ja. Keine Serie. Ja, genau. Das war übrigens auch so die Zeit, wo MTV total viel Unplugged ausgestrahlt hat. Und auch Pearl Jam Unplugged habe ich damals auch gesehen. 92 war es, glaube ich, war auch tierisch. Und Mr. Jones lief, das war so ein Song, wo so ein kleiner, dicklicher Kerl singt in so einem Haus und die Kamera fährt immer so von Raum zu Raum und es war irgendwie total charmant und dann habe ich mir diese Platte gekauft und also wirklich, man sagt all killer, no filler, aber bei der Platte ist es so. Es gibt keinen Song, der nicht seine Berechtigung hat. Und alles klar. Also dann wäre wirklich eine Wahnsinnsplatte, würde ich sagen. Ja, tierisch. Und? Nummer 3. Bei der dritten ist es schwer. Also ich tendiere zwischen Stone Temple Pilots, Cold or Purple oder John Mayer, Room for Squares, aber da ich ein Popschwein bin, würde ich sagen, John Mayer, Room for Squares ist einfach Wahnsinn. Also nach Counting Crows, August and Everything After, ist das die zweitbeste Popplatte, würde ich sagen. Tierischer Typ, Wahnsinnsgitarrist und ich habe damals No Such Thing, auch auf MTV wahrscheinlich gesehen. Und habe mich dann in den Newsletter eingetragen, das war irgendwie damals ganz neu. Und hab dann irgendwann von Sony, die saßen in Berlin dann noch, eine Mail gekriegt. Hallo, Sie sind einer von 30 Newsletter-Abonnenten von John Mayer. Der spielt einen Showcase in Berlin. Hast du nicht Lust zu kommen? Kannst du so viele Freunde mitbringen, wie du willst? Nicht so, okay, geil. Ja. Bin nach Berlin gefahren und habe da irgendwie 5, 6 Kumpels zusammengetrommelt. Und dann haben wir John Mayer gesehen, der hat im Silver Wings gespielt, da waren 40 Leute. So. Und es war eines der unfassbarsten Konzerte meines Lebens, würde ich sagen. Geil. Und seitdem, nicht nur seitdem, schon viel früher, bin ich echt Riesenfan und finde das geil. Na cool, aber und jetzt sag mal, eine Platte, die gar nicht geht. Die gar nicht geht? Ja, wo du sagst, das ist also... Ach, weiß ich nicht, damit habe ich mich ja dann nicht beschäftigt. Eine Platte, die gar nicht geht. Oder was du nicht kaufen würdest. Was ich nicht kaufen würde. Vielleicht aus der aktuellen Musikszene gerade. Ach, ich muss sagen, habe ich schon vor Veröffentlichung gekriegt. Okay. Und ich weiß nicht, ich höre, muss ich sagen, ich höre immer nur die Platten, die ich kaufe und beschäftige mich wenig mit anderen Sachen. Also ich höre zum Beispiel überhaupt kein Radio, ich höre nur in der Info. Ja. Und ansonsten so bin ich sozusagen, ich höre nur Musik on demand, also nicht einfach im Hintergrund. Deswegen kann ich echt schwer sagen, also ich meine, schlag mir doch mal 3 Scheißplatten vor und ich suche mir eine aus. Ja, das ist schwierig, ist mit dem Musikgeschmack, ne? Also wir hatten hier schon... Helene Fischer finde ich wahrscheinlich nicht gut, aber habe ich noch nie gehört. So, aber sie soll nett sein, deswegen... Sie soll sehr nett sein. Ja, genau. Aber soll so eine deutsche Kylie Minogue-mäßig sein, ne? Ja, auf jeden Fall sieht sie so aus. So ähnlich, ne? Aber ist okay. Keine Ahnung. Nee, also ich höre keinen Schlager und keinen Techno. So. Kein Thema. Gibt's auch Plan. Das waren noch spannende Favorite Records mit Johannes Strate. Schreibt uns, was sind eure Lieblingsplatten und was haltet ihr von den 3 Lieblingsplatten von Johannes? Wir wollen es wissen bei What's for Beats. Das war Favorite Records mit Johannes Strate, aber ich habe noch eine richtig geile Info für euch. Und zwar, wie es natürlich Beat the Chef, wir beide treten gegeneinander an. Und es gibt eine absolute Premiere, das allererste Mal der Song New York unplugged, wo? Bei What's for Beats. Hier, das allererste Mal. Wenn das kein Grund ist zu abonnieren, weiß ich auch nicht weiter.